Dadurch, dass ich ja aus dem Rettungsdienst komme, sind wir es durchaus gewohnt, mit großen Belastungen auch umzugehen. Mein Umfeld war am Anfang natürlich skeptisch, weil ich ja ziemlich nah zu Menschen mit einer möglichen Erkrankung hinkomme. Gehen wir es wieder an. Kannst du mir helfen, ein paar Sachen herrichten? Ich bräuchte noch Overalls und Schutzbrillen, bitte. Beim Roten Kreuz zu arbeiten bedeutet für mich, wenn die Menschen uns brauchen, dass wir für die Menschen da sind. Und ich denke, jetzt in der Corona-Zeit ist das umso stärker auch der Fall. Einen Erwachsenen kann ich ziemlich sachlich erklären, was jetzt passiert, wie der Vorgang des Abstriches ist. Mit Kindern versuche ich immer ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich stelle mich vor, versuche mit ihnen ein paar Worte zu wechseln. Wir machen den Corona-Test bei Ihnen heute. Ganz genau. Wunderbar. Okay. Einmal hat eine Mutter ihrem Kind erklärt, es braucht keine Angst haben, weil es kommt jetzt ein Astronaut und den kennt sie von früher und der braucht eine ganz wichtige Probe für seine Forschungsarbeiten. Ich glaube, dass durch diese Krise der Zusammenhalt in der Kollegschaft schon noch besser geworden ist, weil man sich natürlich viel intensiver austauscht über gewisse Dinge. Da sind wir ein super Team bei uns in Eisenstadt und im Burgenland. Ich glaube, darauf kann man stolz sein.